So, hallo erstmal, herzlich willkommen vom See. Ja, der FC Union Heilbronn heute gegen den SV Leingarten 2. Bisher kannte man nur die Einser. Beide Mannschaften, ja, ein bisschen holprig in die Saison gekommen. Noch fehlt die Konstanz, um ihre Ziele wirklich zu erreichen. Dieses Event wird präsentiert von Preavaris, ihrem Institut für professionelle Ernährungsberatung und Prävention. Medizinisch begleitet. Mehr Informationen unter preavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Casteller Baukonzept, CIC Casteller Immokonzept, ARTA, ihr Malerbetrieb, Hornung aus Heilbronn, Drive Legends, Premium Autopflegeprodukte, Fußball im BW und Johnny's Sportbar, Schulgasse 3 in Heilbronn. Wir fangen an mit dem Anstoß von Günther Schmidt. Dann langer Ball nach vorne, wieder auf Schmidt. Der legt ab auf Teku, spielt heute das erste Mal von Anfang an. Nochmal Teku, Schmidt. Und ja, noch nicht einmal 15 Sekunden steht es 1-0 für den FC Union Heilbronn. Günther Schmidt, der Torschütze. Ja, ich glaube, das zweitschnellste Tor, das ich bisher gefilmt habe, schnellste immer noch Stettenklein, gerade 7 Sekunden bei Steinkocher Thürn. Aber sehen wir es nochmal. Teku sieht Günther Schmidt herrlich reingegeben. 1-0, erster Scorerpunkt für Teku. Und das ist in seinem ersten Spiel von Anfang an. Was willst du mehr? Fängt doch gut an. 11 Minuten gespielt, ja, wurde ein bisschen ruhiger hier am See, aber weiter geht's mit den Hausherren, mit dem FC Union Heilbronn. Wieder Schmidt auf Teku, jetzt selber mit der Möglichkeit. Aber Tim Gandek im Tor des SV Leingarten kann hier parieren, ja, hätte ein bisschen präziser schießen müssen. 4 Minuten später, Schmidt auf Erdogan und der wird nochmal geblockt. Gute Möglichkeit weiter für den FC Union hier auf 2-0 zu erhöhen. Dann Gökmen Aktemir mit einem Freistoß. Wird ein Schlenzer, aber wie ihr gesehen habt, an der Mauer mit dem Kopf abgewehrt und so geht der Ball übers Tor. Dann sind wir in der 24. Minute, Angriff des FCU. Dann diagonal rüber auf Günther Schmidt, sehr präsent am heutigen Tag. Der auf Erdogan, frei vor Gondek und ja, schiebt den mal ganz locker cool am Keeper vorbei zum 2-0 für den FCU in Heilbronn. Ja, und unterm Strich muss man sagen, auch 2-0 in 25 Minuten durchaus verdient in der Höhe. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Semi Erdogan. Ja, recht knapp, aber cool locker versenkt hier. FCU erhöht 2-0. Wir sind mal gespannt, wie das weitergeht. Jetzt aber ein kleiner Sprung, wir sind schon in der 39. Minute, jetzt auch mal die Gäste aus Leingarten mit dem Schuss aus der zweiten Reihe von Jonas Hoffmann. Aber der geht am Tor vorbei. Eckball noch vor der Halbzeit für den FCU. Schmidt, Teku, 3-0, herrlicher Treffer, schön reingelegt von Schmidt. Ich weiß nicht, ob ihr den selber machen wollt, aber auf jeden Fall, Ball kommt. Auf den Kopf von Teku und der macht sein erstes Tor im Trikot des FC Union Heilbronn. Gratulation an Frank Sylvain Teku. Ja, wirklich herrlicher Treffer hier vom FCU. Ja, ein bisschen was haben wir noch, aber es passiert nichts mehr. Mit 3-0 geht man hier in die Halbzeit. Wir sind immer gespannt, was in der zweiten Halbzeit passiert. Dreht der FC Union richtig auf, aber jetzt erstmal Pascal Önsitz mit dem Freistoß, herrlicher Freistoß und Gökayak kann sich das erste Mal in diesem Spiel auszeichnen. 2 Minuten später auf der anderen Seite Angriff des FCU, Ball kommt wieder zu Teku in der Mitte, Günther Schmidt, Teku alleine und dann mal ganz kurz und locker mit links ins kurze Eck am Torwart vorbei, hammer cool der Junge, Frank Sylvain. Teku, zweiter Treffer am heutigen Tag und wie gesagt, das war schon super gemacht hier mit links. Ich glaube, da hat der Keeper auch nicht mit gleich eine Idee, was er das lange hat. Schön aussehen, das kurze. Aber auf jeden Fall, der Ball ist drin. 4-0, 57. Spielminute. Ja, ich denke mal, mehr wie eine Vorentscheidung, weil von Leingarten bisher eigentlich noch gar nicht so viel zu sehen. Dann hier eine Szene, sehr interessant. Da tunnelt einer den Heilbronner, bleibt dann am Fuß hängen. Schiedsrichter, ja, ist freundlich bei 4-0, denkt er sich, Mensch, lass doch die auch mal. Elfmeter für Leingarten und Spielertrainer Pascal Önsitz. Verkürzt auf 1-4 lässt der Gökayak hier überhaupt keine Chance.
Und auch das schauen wir uns gespielt nochmal an. 1:4. Leingarten verkürzt. Allerdings, ja, gut, allerdings, es ist noch eine halbe Stunde zu spielen. Wir haben schon viel erlebt. 2 Minuten später auf der anderen Seite. Günther Schmidt im Strafraum. Er wird gar nicht richtig angegangen. Legt dann zurück auf Mohamed Yücel. Und der prüft Tim Gondek erneut im Tor von Leingarten. Gute Parade von ihm. Dann aber wieder Gülkayak auf der anderen Seite mit einer genauso guten Parade. Kommt genau richtig aus, kurz den Winkel und lässt dem Leingarten keine Chance, an ihm vorbeizuspielen. Und der Konter läuft sofort über Günther Schmidt. In der Mitte kommt der eingewechselte Mike Fredmann endlich wieder da, ist wieder fit. Ja, zeigt es auch an, Mensch, hättest du doch zurückspielen, frei vom Tor. Aber Günther Schmidt versucht allein, kann man auch verstehen, hat ja schon einen Haufen Treffer gemacht. Dann wieder Gülkayak hier mit der Abwehr. Und Leingarten mit der nächsten Mini-Möglichkeit. Aber bleibt beim 4:1. Dann nochmal der FCU. Freistoß von Sascha Gotthard. Und ja, unglücklicherweise verlängert den Tobias Zimmermann zum Eigentor, zum 5:1 für den FCU. Ja, kann passieren, muss man sagen. So. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hinter ihm kommt Quarry, das heißt, wenn er nicht kriegt, macht Leo da mit Sicherheit was draus. So versenkt er ihn aber unhaltbar für seinen Keeper. Und es steht 5:1 am See, 12 Minuten vor Ende der Partie. Ein bisschen haben wir noch was. Hier zum Beispiel von Leingarten. Setzt sich hier schön auf der linken Seite durch. Dann die Flanke. Und dann steigt einer höher wie zwei Adler. Und macht das 5:2. Keine Ahnung. Joker-Tor vom eingewechselten Timo Zimmermann. Und auch das haben wir wieder. Schönes Kopfballtor. Ja, ich muss sagen, wir haben heute einige wirklich schöne Tore gesehen. Und da gehört das hier mit Sicherheit dazu. Schöner Lupfer mit dem Kopf über Gülkayak. Zum Endstand muss man sagen, kann er ruhig verraten. 5:2 geht das Ding aus. Ein Ding haben wir noch für den FCU in der 85. Minute, eingeleitet durch Mike Fredmann. Dann eigentlich Fehlpass, aber Günther Schmidt kommt den Ball, bringt Fredmann wieder ins Spiel über die linke Seite. Ja, und auch der lässt zwei Leingartner stehen, also technisch schon ein bisschen Überlegenheit. Dann eine sehr gute Möglichkeit, Gondek hier wieder pariert. Und was macht Günther Schmidt? Er kriegt einen am Keeper vorbei, aber dann steht einer kurz vor der Linie und kann klären. Und so bleibt es beim 5:2 für den FC Union Heilbronn. Ja, die bleiben weiterhin oben dran und Leingarten. Schau mal, was wird. Ich denke mal, die werden auch noch kommen. Wir haben den Trainer, den Spielertrainer von Leingarten und den Keeper vom FC Union noch am Mikrofon. Ja, 5:2 Niederlage hier beim FC Union Heilbronn. Bei mir der Trainer vom SV Leingarten 2, Pascal Önsitz. Ja, Pascal, was war los? Ja, 20 Sekunden gleich das erste Gegentreffer. Das hat wahrscheinlich so ein bisschen was durcheinander geworfen, oder? Ja, ich meine, wenn man nach 20 Sekunden gleich das erste Gegentor kriegt, ist hart. Dann nächste 20 Minuten auch wieder Gegentor, hängt man halt hinterher, 2-0, 3-0, gegen so eine Mannschaft, wo offensiv vor allem stark ist. Haben wir unsere Probleme gehabt in der ersten Halbzeit, ich denke, zweite Halbzeit haben wir es besser gemacht. Haben wir auch unsere Qualität ein bisschen auf den Platz gebracht, aber da war es natürlich zu spät. Wenn man mit 3-0 in die Halbzeit geht, ist das natürlich schwer. Saison her bisher ein bisschen durchwachsen, habt ihr euch mehr vorgenommen oder seid ihr da, wo ihr eigentlich realistisch stehen wolltet, könntet? Ja, etwas mehr haben wir uns natürlich vorgenommen. Unser Saisonziel ist ja ein einstelliger Tabellenplatz, wobei da bin ich auch optimistisch, dass das noch klappt. Bisher einige Verletzte gehabt, da natürlich ein paar Probleme, soll jetzt keine Entschuldigung sein. Aber da stimme ich mich gut, dass das auch klappt. Alles klar, danke schön, viel Erfolg. Ja, 5:2 Sieg gegen SV Leingarten 2, bei mir Gülkayak, der Torwart. Der Gülkayak, dein zweites Spiel heute im Trikot des FC Union Heilbronn. Wie zufrieden bist du mit dir? Wie zufrieden mit deiner Hintermannschaft? Also ein bisschen Trainingsrückstand habe ich noch, weil ich jetzt 1,5 Jahre oder 2 Jahre nichts gemacht habe. Aber wir müssen uns noch finden. Ich schwer noch mit der jungen Truppe. Aber ich denke mal, die nächsten paar Wochen, denke mal, dass wir ein bisschen positiver angehen, die ganzen Spiele. Und dass wir ruhiger werden, weil es ist schon ein bisschen hektisch noch. Aber ansonsten. Wie sieht es von hinten aus? Wie gefällt dir deine Abwehr bisher? Nicht schlecht bis jetzt, aber könnte besser sein. Auf der anderen Seite, letzte Woche der Matchwinner gewesen im Zabergäu, 11 Meter gehalten in der 91. Minute. Wie viel Auftrieb hat das gegeben für das heutige Spiel? Sehr viel, also hat mich sehr motiviert. Und für die Zukunft, denke ich mal, wird es auch gut. Alles klar, danke schön. Danke auch.
Are you ready? Showtime. More bang for your buck.